choice, go fight against your fate. You've been hit by it. You've been struck by it. Truck. Ja, okay. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist DaniRollP. Warum ist die Kamera so nah? Mein Name ist DaniRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ja, wir sind hier in der Story von Pinakoni. Und wir müssen hier, boah, voll daneben getroffen, hier einige Leute hier abfragen, ne, die ja gerade am Beten sind an diesen einen Typen. Mit einem haben wir schon geredet, oder eine, was auch immer. Und ja, wir müssen Sonntag konfrontieren, aber der will uns hier durch zwei, drei Akte hier durchschießen erstmal, ne? Also müssen wir erstmal hier machen, ne? Macht erstmal mein Dungeon und so, ne? Irgendwann wollte ich sagen, genau, ich habe drei Vögel habe ich hier noch gefunden offscreen, ne? Ich glaube, jetzt bin ich bei 12, ne? Ne, 13. Weiß nicht, einer war in so eine Statue versteckt, einer war in ein Porträt von Robin versteckt und einer war hier irgendwo in der Bar sogar. Und ja, ich war eigentlich auf der Suche nach Schätze, aber Schätze habe ich keine gefunden. Da war ich anscheinend gründlich genug. Aber ja, drei Vögel haben wir da gefunden auf Screen, das ist schon mal gut. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber egal. Machen wir erstmal weiter. Vielleicht fällt mir halt ja noch mal ein. Ne? So, wir müssen ja mit den Leuten reden. Ne? Ich habe mein Team mal ein bisschen geändert. Eigentlich habe ich nicht viel geändert. Ich habe außer Fushuan eigentlich alles genau gleich gelassen. Ne? Weil ja, sie ist jetzt auch hier in der Gacha gerade drin. Ne? Also ist das irgendwie passend gerade. Ne? 6 Tage noch übrig. Ne? Noch eine Woche. Dann kommt Glühwürmchen. Boah. Ich bin voll vorbereitet. So, ich habe mal darüber nachgedacht. Wir sollten mal hier für Bootel hier diese Testdings machen, ne? Weil mir ist irgendwie eingefallen, aber noch nicht jetzt. Mir ist nämlich eingefallen, wir haben den noch gar nicht in Action gesehen, ne? Wir haben ja mit Dan Hang und Bootel gespielt für eine Weile, ne? Aber da kamen die irgendwie nicht zu einem Kampf oder so, ne? Da gab es gar keinen Kampf, oder? Gab es da einen Kampf? Doch, einmal haben wir gekämpft, oder? Oder will ich mir neu? Haben wir nicht einmal gekämpft? Weiß nicht. Ich glaube, wir haben nicht einmal gekämpft, ne? Wir haben den noch nicht in Action gesehen. Also müssen wir halt mal einmal spielen, ne? Weil warum nicht? So, aber erstmal gehen wir hier hin und reden mit den Leuten, ne? Als ich hier reingekommen bin nochmal, ne? Wir schreiben jetzt schon ein paar Tage später übrigens, als ich hier nochmal reingekommen bin, sind die ganzen Dialoge, die Sonntag hier gesagt hat, hier nochmal neu angefangen, ne? Der hat uns nochmal hier die ganze Geschichte erklärt. So, und dann bin ich einmal hier irgendwann hingegangen. Da habe ich das gemerkt, ne? Also wir dürfen gar nicht hier drauf gehen, ne? So, gut. Ihn hier habe ich schon mal gesehen also ich habe ihn noch nicht bekämpft, aber ich habe gesehen, dass er einer der Gegner ist in einem dieser Endgame-Modus hier. Diese, wo sind sie hier? Die sieht man irgendwo hier, ne? Ja, die vergessene Halle. So, sind diese Endgame-Modus hier, kann man das hier irgendwo sehen, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich habe mich jetzt dahin teleportiert. Nein. So, das hier ist sozusagen der Endgame-Modus. Da kann man irgendwie hier gegen Gegner kämpfen. Und da sind irgendwo, genau, hier sind Gegner aufgetaucht, die ich noch nicht bekämpft habe, ne? Diesen Kerzentyp und das hier ist der, ne? Und ja, da sieht man schon hier diese ganzen Gegner, die ich noch nicht bekämpft habe. Und deswegen bin ich ja noch nicht reingegangen, ne? Weil halt... Jetzt bin ich wieder hier leider in meinen Zügchen. Und ja, da bin ich mal reingegangen. So, jetzt muss ich leider den Weg wieder zurücklaufen. Und ja, da in diesen Endgame-Modus tauchen manchmal Gegner auf, die man noch gar nicht getroffen hat hier in der Story, wenn man das schon spielt, bevor man in der Story weit genug ist, ne? Was bei mir eigentlich oft der Fall ist, ne? Und ja, ich bin da extra noch nicht reingegangen, weil ich die Gegner noch nicht begegnet, weil ich die noch nicht gesehen habe, ne? Deswegen gehe ich noch nicht da rein, ne? Damit ich mich nicht spoiler, ne? Aber wenn ich die ja endlich mal hier sehe, dann kann ich endlich mal anfangen, da weiter zu spielen. Was mich freuen würde.
So, ja, ist gut. Einfach dann Text geskippt. So, weiter hier. Genau, ich muss die ja so an, ich muss die ja so ändern, ne, die Emotion von denen. Bedauernde Herzen können nur in einer friedlichen Melodie wieder auferleben, sagt der neue Meister. Friedlich sowie in ruhig, ne? So, wenn wir die alle aufgestellt haben, dann kommt wahrscheinlich er, ne? Ich wünsche, wir werden wieder zu Vernunft kommen und sich von den Fesseln der Heuchlerei befreien, sagt der neue Meister. Vernunft, also auch ruhig, ne? Soll ich die alle beruhigen? Ich meine, den ersten musste ich auch beruhigen, ne? Nur wer besonnen ist, kann sich den Gift der leugnenden Anstifter entziehen, sagt der neue Meister. Auch beugen, ne? Da, verdammt, warum drücke ich das weg? Jetzt habe ich irgendwie in Eile bin oder so. Ganz ruhig, Danilo, ganz ruhig. Lass halt einfach abspielen. Sag ich, ohne Ruhe kann man nicht von der Illusion des Todes befreien, sagt der neue Meister. Ja, alles beruhigen. Ja. Denke ich, die Gelegenheit, meine Stimme hier zu erholen, weil ich habe jetzt irgendwie was anderes irgendwie am Hals, glaube ich. Ne? Irgendwie fühlt sich an, als hätte ich mich irgendwie verbrannt oder irgendwie so weiter mal. Ich habe da irgendwie was. Ist voll nervig jetzt gerade. Deswegen sollte ich am besten nicht so viel reden. Aber ich muss ja auch weitermachen mit meinen ganzen Projekten. Wirklich? Soll das ein immersives Erlebnis sein? Klang jetzt nicht so, als würde er mich hier jetzt angreifen. Okay, mal gucken, was der so drauf hat. So, was mache ich hier? Ich lasse immer noch die anderen hier ihren Zug haben, ne? So, weißt du was? Ich gehe auf Nummer sicher. So, und jetzt gehen wir mit singen. Jetzt kommen nämlich, das muss ich mir nämlich angewöhnen. Ich muss erstmal alle, ich sollte ihre Ultimate nämlich einsetzen, wenn irgendwie alle Leute ihre Ultimate, ihren Zug schon gemacht haben, weil dann, weil wenn ich ihre Ultimate einsetze, dann bekommen alle meine Charaktere einen Zug. Deswegen sollte ich halt immer erst so spät wie möglich einsetzen. Das mit der Musik, ey, ich finde das klasse. So, was? Und vollendetes Kapitel. Irgendwann habe ich bekommen. Nachher, ich habe Robins Ultimate jetzt voll maximiert übrigens. So. Was machst du da? Ich habe nie gegen den Typen gekämpft.
Ja. Warte mal, heilt er seine Leute? Die waren doch schon mal. Dann sollte ich die erstmal erledigen, ne? Boom. So, ihr Ding ist noch aktiv. Wir ein bisschen mal von der neuen Musik hören. Macht er dafür? Macht er dafür ein Ding mit mir? Wir sind in der Völlerei. Erlebt für eine gewisse Anzahl die Runde zu Beginn jeder Birnen Blitzschaden. Ja, machst du die Buffs auf mich? Viel blöde. Ist das deine Strategie? So. Machen wir den ja. Oh. Ah, perfekt. Du wurdest gebrochen. Mit Nelity. Mit Quanten, meine ich. So, ich muss dein Schild erneuern. Oh. Mein Schutzwert, meine ich. Wer soll ich den Typen erstmal erledigen? Machen wir den hier. Jetzt Showtime. Also die Strategie meines Hauptcharakters ist eigentlich, mit seiner Ultimate erhöht er den Schaden gegen gebrochene Gegner, also wenn deren Schild weg ist. Und der hält für 3 Runden. Und jedes Mal, wenn er dran geht, wenn er dran kommt, dann. Also bei ihm ist das genauso umgekehrt wie bei Robin. Bei Robin ist das nämlich, wenn ich einen Skill aktiviere. Warte mal, wo ist mein Pfeilchen? Wenn ich Robins Skill aktiviere, ne, dann führen sich diese 3 Dinger, ne? Weil diese Dinger sind immer so irgendwie die passiven Fähigkeiten von den Charakteren, ne? Jeder Charakter hat immer sowas, ne? Wenn ich ihren Skill aktiviere, dann boom, füllt sich das, ne? Das bedeutet sozusagen, ihr Effekt hält für 3 Runden, ne? So, er ist jetzt gerade dran gekommen, er hat jetzt ein so ein Ding verloren, ne? Das liegt daran, weil sein Ding ja auch 3 Runden hält. Aber bei ihm ist das halt die Ultimate und bei ihr ist das der Skill. Das ist eigentlich genau umgekehrt. So. So, mach mal erstmal dich hier platt, ey. So. So, irgendwie machst du nicht Schaden gegen uns. Ich meine, du machst Schaden auf Zeit. So, jetzt haben alle Charaktere, ne? Jetzt guck mal da oben, weil da oben ist ja die Zugleiste, ne? Da oben ist die Zugleiste, wer mal als nächstes dran kommt, ne? Und ich sollte die Ultimate eigentlich immer einsetzen, nachdem all meine Charaktere schon den Zug hatten, ne? Damit ich halt mehr daraus herausholen kann, ne? Weil wenn all meine Charaktere als nächstes dran kommen würden, dann bringt das nichts. Also ja, ich fange an zu lernen, die Strategien für diese neue Charaktere alle. So, bei Fuschwan ist das, ne? Also die Kollegin hier, ne? Seht ihr den Kreis da unten am Boden, der so am Blinken ist, diesen lilanen? Wenn der am Blinken ist, dann läuft das ab im nächsten Zug. Das heißt, ich muss das dann neu an. Und Fuschwans Strategie ist mehr oder weniger, sie schirmt Schaden von anderen Charakteren ab. Also sie nimmt den Schaden, den andere Charaktere nehmen. Keine Ahnung. Ich richte mich mal voll dabei. Keine Ahnung, nehmen wir mal an, ein Charakter würde irgendwie 100 Schaden oder so nehmen, ne? Fuschwan tut irgendwie ein bisschen von diesen Schaden in sich aufnehmen. Dann nehmen wir mal an, ich würde jetzt 100 Schaden bekommen, ne? Da kommt Fuschwan und sagt, hör mal, ich nehme mal ungefähr so 30 Schaden davon und nehme das nämlich auf. So ungefähr. Also sie absorbiert den Schaden von anderen Charakteren in sich. Und diese 2 Kristalle und ihre Ultimate, diese Dinger hier sind sozusagen die Ladungen, die sie für ihre Passive hat. Und jedes Mal, wenn sie unter 50% ihrer AP landet, dann tut sie sich so, ich glaube, so 90% ihrer AP heilen oder so. Also sie tut sozusagen die Zeit so zurückspulen. Zum Punkt, wo sie wieder mehr AP hatte. Mehr oder weniger. Und
Man bekommt einen von diesen Kristallen jedes Mal, wenn ich die Ultimate einsetze. Das heißt, ihr Plan ist sozusagen so, ich schirme den Schaden von anderen Charakteren ab, heile mich hoch, wenn ich zu viel Schaden genommen habe. Dann setze ich meine Ultimate ein, damit ich mich wieder, damit ich ja wieder machen kann. Und ja, das ist schon ein bisschen krass. Das Problem ist, in den ganzen Endgame-Modus muss man immer so schnell wie möglich die Gegner erledigen. Und Fußschwein ist zwar super gut darin, Charaktere hier vom Sterben abzuhalten, aber sie ist nicht gut darin, Leute umzulegen. Deswegen ist sie leider nicht so gut in so ganz schweren Kämpfen, wo man irgendwie gegen super starke Gegner erlegen kämpfen muss. Ja, ich werde ich aber so jetzt erledigen, ne? Aber irgendwie macht er keinen Schaden, der Typ. Weiß nicht, ob er am Fußschwan liegt, weil ich sie die ganze Zeit dabei habe. Ja, was der die ganze Zeit macht, ist Schaden auf Zeit, aber Schaden auf Zeit macht irgendwie voll wenig. Bei mir habe ich so viel. Ah, geh mal kaputt, Leute. Meine Güte. Ah. Bom. Meine Güte, ja, da ist Schaden auf Zeit. 11.000. Der hat die ganze Zeit versucht, Schaden über Zeit zu machen, aber irgendwie hat er nichts an Schaden gemacht bei mir. Ich weiß nicht, ob der so schwach war, weil er hier ein Storykampf war, weil ich da gerade gezeigt habe hier. Da wird er wahrscheinlich viel stärker sein, aber da sind die Kämpfe sehr viel schwieriger. Ich muss mal hier simuliertes Universum spielen oder einen dieser Endgame-Modus, um euch zu zeigen, wie schwierig das Spiel noch sein kann. Keine Ahnung, irgendwie vorletzte Woche oder so musste ich hier gegen Sam hier kämpfen. Und den habe ich immer noch nicht so raus irgendwie. Der sagt irgendwie, ja, für all meine Charaktere sich irgendwie, dass die Heilung von all meinen Charakteren schwächer wird. Das heißt, mein Heiler ist sozusagen nutzlos. Und ich weiß irgendwie nicht, wie man die Flammen da ausschalten kann in den seinen Kampf. Den habe ich noch nicht so raus und das hat mir voll Probleme gemacht. Weil ich da gerade bekommen und habe ich das Aufladen von Gegenwart im festes Rauschen, nachdem es in den Aufladetisch eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber okay. So, da ist der zweite Akt hier, ne? Nehme ich an, da ist Vogel. Also. Piep, ich bewache das Theater. All die vorbeikommen müssen meine Rätsel lösen, Piep. Dieser weitläufige Raum ist mit Spiegeln gefüllt. Rat, wer, wie viele es sind, Piep? 10. Boah, Entschuldigung, vergangen aufstoßen. Du hast einen Preis für die richtige Antwort. Für die falsche speise ich dich, Piep. Was ist denn der Preis? Dann wäre es ja keine Überraschung mehr, wenn ich das verrate, oder? Oh, du hast es herausgefunden. Die richtige Antwort lautet, ich weiß nicht, wie viele es sind, Piep. Schlauer Mensch, breite dich auf meine Belohnung vor, Piep. Der Vogel blickt sankt an deine Stirn und fliegt dann gemächlich davon. Nein, er ist tot. So, Traumlandschaft betreten. Ich habe auch dieses eine Rätsel offscreen gelöst, ne, womit wir irgendwie letztens Probleme hatten. Irgendwo da ganz hinten in der Ecke, da war ja so ein Urtyp. Das habe ich nicht gelöst. Er hat voll lange gedauert, er war voll schwierig. So, irgendwo hier war so ein Vogel, den habe ich eingesammelt. Irgendwo hier hat er sich versteckt, so. Dann in einen so ein Bildern, einen so ein Bild. Hier in so ein Bild hat sich ein anderer Vogel versteckt, aber nicht in das Bild. War auch in ein Bild von Robin. Also, ja. Ich glaube, der dritte hat sich irgendwie in so einen Spiegel irgendwie versteckt, in dieser Traumlandschaft, wo wir drin waren. Ja. Oh mein Gott, sind wir wieder hier. So, hier bin ich auch schon offscreen rumgerannt, aber hier war nichts mehr. Ah ja, und zwei Lieder habe ich noch gefunden, die waren sich in so in den Händen von solchen Statuen hier oder Marionetten versteckt, aber nicht hier drinne, sondern irgendwo hier in dem Gang oder so waren welche. So.
Kommt er auf? Wegen den ganzen gruseligen Marionetten hier. Oh, also ein dritter Akt oder in die Ordnung. Oh Mann. Ich dachte, beim dritten Akt müssen wir schon gegen ihn kämpfen, also. Vogel auf der rechten Seite. Oh mein Gott. Oh Gott, hier ist keine Karte. Oh nein, nicht so eine Karte schon wieder. Ich mag diese 3D-Karten nicht. Ich komme allgemein mehr mit 2D-Karten mit. Besser voran. Oh, sorry, Sonntag. Piep, nach macht sich dieses geniale Design sprachlos. Schau dir diesen marklosen Stein an. Diese überaus elegante Skulptur. Ich liebe diesen Ort einfach, Piep. Du hast ihn gestaltet? Wie schmeichler. Verdammt, nein, Piep. Wenn ich diesen Ort hier gestaltet hätte, könnte ich rein gewiss sterben, Piep. Meine Werke sind viel trauriger und ich habe viel weniger Fachwissen, Piep. Tschüss, ich muss mein Handwerk verbessern. Eines Tages werde ich etwas schaffen, dass diese Meisterwerk übertrifft, Piep. これまでは私が一体なぜ現状を変えようとしているのかを皆さんに理解していただくため、ピノコニーの過去と現在をお見せしてきました。そして次はピノコニーの未来を。ich laufe extra langsam, weil ich nicht irgendwie einen Dialog abbrechen will, aber da hinten ist das. So. Da oben ist ein Rätsel. Habe ich 3 Aufladungen? Ich habe 2 Aufladungen. Da komme ich gar nicht rüber. Nein, nicht anfassen. Ich habe übrigens hier so eine Nebenquest gemacht, wo Leute haben wir im letzten Part gesehen, ne? Da war so ein bodybuildender, so eine bodybuildende Flasche auf eine Parkbank. Mit der geredet und die wollte irgendwie, dass ich die beleidige, um zu sehen, wie tough die ist. Ne? So, oh, los, gib mir deine krasseste Beleidigung. Ja, ich kann das voll ab. Aber ich will nicht gegen dich kämpfen. Na, ich habe jetzt nicht Atschon dabei. Ne? Also sag. Ha. Gott, was macht er da? Ah, nee, nicht schon wieder so ein Ding. Bitte dauert diesmal nicht so lange. Okay. Ach so, weil ich das andere Ding aktiviert habe, kriege ich jetzt 3 Ladungen, ne? Ich habe den Flugsand-Livestream gesehen. Du musst die festliche Superstar der Saison sein. Tick-Tack, ich bin verrückt nach dir. Bitte gib mir ein Autogramm. Nein, lass mich bitte deine Hand schnell. Nein, bitte bleib bei mir. So, wer dauert auch so lange? Ja, das letzte Ding hat mir voll. Okay, hier sind nur 2-3 Sachen. Alles klar. Einer war voll schwierig. Na, guck mal hier. Boah, letzte war so schwierig, ne? Warum hat das wenig geklappt? Oh, warte. Guck mal, wie einfach das ist. Die letzte, die ich offscreen gemacht habe, war voll schwierig. Digga, es tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Ich war zu gierig. Du musst gar nichts tun. Ich mag dich einfach. Es genügt mir, dich aus der Ferne zu bewundern. Alles klar. Ich weiß übrigens nicht, wofür man diese Boxen aber auch, wenn man diese Dinger erledigt. Die konnte man irgendwie früher irgendwo abgeben. Aber jetzt nicht mehr. So, ich habe immer noch 2. Was?
Wo ist der jetzt lang? Was hat mir jetzt gebracht, das Ding jetzt zu öffnen? Aber wenn ich jetzt darüber gehe, dann reicht das doch gar nicht, oder? Jetzt öffne ich die Brücke, ne? Jetzt öffne ich die Brücke, aber dann sei es doch der Brücke, ne? Ist noch gar nicht genug. Oder? Ah, hier kann man. Boah. Warum ist so ein Rätsel? Was habe ich gerade bekommen? Zu viele Truhen geöffnet oder so? Öffne 300 mal ein Schatz auf Pinakuni. Alles gezeichnet. So. Der zweite da. Das kommt dahin. Ja. Kommt dahin. Der hier kommt dahin. Das hier kommt hierhin. Die muss man auch nicht mal drehen, ey. Das ist aber da ein bisschen zu einfach macht, ne? Okay, eins musste ich jetzt drehen, aber ich finde, da können sie auch ein bisschen schwieriger machen. Sagte ich, nachdem ich an dieser einen Dinger ja beinahe verzweifelt bin. So, sagst du was, Fuß schon? Da waren sie doch keine goldenen Sachen mehr drin, ne? So. Oh, entschuldige mich einen Moment. Aber das ist dann schon ein Luxus, wenn man hier mit Achon rumläuft, ne? Man die Gegner einfach erledigt. Damit die einfach aus den Augen und aus dem Sinn sind, ne? Da müsste man sich ja nicht irgendwie Gedanken drum machen, die aus dem Weg zu gehen oder so. Hey, Heilung. Ich brauchte keine Heilung, aber gut. Die Effekte und Echo, wenn ich hier durch die Gegend also. Was passiert, wenn ich von hier aus? So, anhand der Truhen, die ich hier öffne, kann ich auch schon irgendwie sehen, wie lange diese Dungeon ist, ne? Ich hatte schon irgendwie, als ich angefangen hat, habe ich irgendwie, ich glaube, 17 von 31, ne? Also je mehr Schatz und ich habe das so weiter, weiß ich, wie weit ich entfernt bin vom Ende dieses Dingen hier. So, und nun gar nichts, ne? Doch, hier. Oder? Gott, Musik. Oh Gott. So, warte mal. Ich mag diese Kirchenmusik irgendwie nicht. So gruselig. So, nee, hier bin ich noch nicht gewesen. Ah, okay. Ich hatte den ist auf ewig jetzt abgesperrt, weil ich dann nie mehr umdrehen werde. So, da ist noch ein Gegner. Ich kann schwören, diesen dicken Ton waren immer goldene Artefakte drin oder Relikte. So, du bist noch ein neuer Gegner. Das Ding wird nicht ablaufen. Das Ding wird hier nicht ablaufen, ne? Ich glaube nicht, ob das anhalten wird, aber machen wir trotzdem. Das wird wahrscheinlich zu lange dauern. Läuft wahrscheinlich ab. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ich habe keine Trinkflasche hier. Entschuldige mich. Guckt euch die Szene an. じゃあ、あいつらの感情を変える必要があるかどうか、
Wollte ich auch nicht. So, ja, das ist mein Konzert schon wieder ablaufen. So. Mein Gott. Look at this cake. What? This cake be real. Das ist kein Kuchen, das ist die ganze Bäckerei. Entsprechende Erfahrung aus Akt 2 musst du leider wohl leider erneut das Uhrwerk nutzen, um das Stück selbst abzuschließen. Anzuschließen. Okay. Ja, was soll ich machen? So. Okay. Ja, das ist ein bisschen gruselig. Ja, geht nicht. Ja. Ich kann die Emotion nicht verändern. Ich kann sie nicht verändern, Märzchen. みなさんには伝え忘れていましたが、この最後の幕だけはすでに書き終わっているのです。私たちのかつての王冠、あなたたちに話してもらいましょう。さあ、最後の儀式の始まりです。みんな構えて、また戦うことになりそう。 Okay, mal gucken, wenn wir dich nicht hätten, ne? Dann müssen wir nicht mal einen Kampf hier auf uns zukommen. Ja. Okay. Weiß nicht, was der gemacht hat. Okay. Also, warte, diesmal konzentriere ich mich erstmal auf dich. Erstmal tanzen. Ich glaube, das ist doch ihr Ultimate jetzt ein. Welcome. Na, geben wir ihr eine Ladung, wo ich nicht glaube, dass wir brauchen. Und du bast uns alle hoch und gibst uns Energie. Ja. Ach, mal. Du mehr drauf hast. Aua. Okay, seine Ultimate muss ich nicht einsetzen, weil die halt nur zwei Züge lang. Ja, Effekt widerstanden, ja. Ja, Robin ist immun gegen alle Zustandsveränderungen, wenn sie singt. Was richtig cool ist. Ja, nicht auf, das geht viel zu schnell weg. So, ich greife aber dich an, weil dein Ding schwächen kann. So, it's a showtime. Also wieder. Ich sag für it's showtime ist immer der Satz, an den Japaner immer sofort denken, wenn die an Amerikaner denken. What? Alle sind. So, zum Glück kann sie Zustandsveränderung verändern. Okay, wir halten ja nicht lange anscheinend. So. Also, das reicht. Hey, warte mal, wo ist dein Ultimate? War dein Ultimate nicht voll? Ah. Schwein, dein Ultimate war voll. So, als wäre eigentlich der Boss dran gekommen, ne? Aber weil ich wieder angefangen habe zu singen, kommen wir jetzt wieder alle dran. Ich glaube, dieser Angriff von ihm macht mehr Schaden, wenn nur ein Gegner da ist. Glaube ich. Heilige Nacht. Ja. Ach Gott, hält die viel aus. Ja, ich habe halt zu viele Harmonie-Charaktere gerade, ne? Deswegen machen wir ja nichts an Schaden. Ja, ich weiß, ob ich nicht. Ja, also, ich sitze die ganze Zeit auf ihre Ultimate.
Hast du mich gerade geheilt? Wurde ich dazu gerade geheilt? Ich habe 4000 Schaden gemacht und davon wurden 1000 geheilt. Ja, was zum... Ja, die heilt sich. Und ich halte dich. Fremdartiger Traum. Ja, wie heilt sich so ein Drittel so ungefähr des Schadens, den ich austeile? Ich kann nicht so schnell lesen. Aber tue ich schon den Schaden und also was erhöhen, ne? Mein Gott. Ganz hat ihre Ultimate. Okay, 11.000 Schaden, mein Gott. 11.000 Schaden. Mein Problem ist, ich kann dir seine Schwäche nicht brechen, außer mit Robin. Und sie ist die ganze Zeit, stimmt, sie ist die ganze Zeit am Singen, deswegen ist sie, kriegt die Schwäche nicht runter so schnell. Mein Gott. Perfekt wieder Schaden, bringt nichts. Sie kann nicht geschwächt. Du wirst niemals ihren Gesang unterbrechen können. Ja. Oh mein Gott. Ich meine, wir werden nicht verhecken, weil wir halt... Wir haben Fußschwein und Ho-Ho, ne? Also, wir werden eine sehr lange Zeit hier nicht verhecken, aber trotzdem, der Kampf wird lange dauern. Weil ich ja kein Damage wieder im Kampf habe. Okay. Oh. Ja, was ist denn da für ein Zustand, wenn er sofort wieder entfernt wird? Okay, da kann ein bisschen dauern hier. Ich kann eigentlich Autokampf machen, ne? Meine Güte. So, ja, jetzt kann ich wieder ihren Gesang, also nicht. Nein! Oh, sag. So, nee, jetzt hält das länger an, ist klar. Braucht ihr eigentlich nicht heilen, weil sie sich automatisch heilt. Oh mein Gott, gehst du kaputt. Mein Gott, macht sie fertig. Ich könnte ja eigentlich Autokampf machen, bin ich mir ziemlich sicher. Ah, Zeit. Ah, komm. Das ist halt die Sache bei dem Spiel, ne? Jeder Gegner hat immer nur so seine zwei, drei Sachen, die machen, ne? Jeder meiner Charakter hat auch nur so zwei, drei Sachen. Weißt du was? Ich tue ich erstmal hier brechen. Der Schaden bringt hier nichts. Es ist jetzt nicht so, als würde der Gegner irgendwann so vor den ultimativen Angriff ausholen oder so, ne? Und wenn doch, dann macht dieser Charakter, dann macht der Gegner ihn immer so alle zwei Züge oder so. Das heißt, die Kämpfe laufen eigentlich immer gleich ab. Ah. Ich hoffe, Robin, danke. Irgendwie haben die es aber nicht so drauf, die Bosse. So, irgendwas passiert ja gerade. Irgendwie haben die es nicht so drauf, ne? Der eine hat irgendwie Zahn auf Schalt, hat irgendein Zahn auf Schaden auf Zeit, der irgendwie nichts gemacht hat, ne? So, ich merke auch gerade, weil das Problem ist. Mein Hauptcharakter erhöht den Schaden von gebrochenen Gegnern. Ja, wenn Gegner nicht gebrochen sind, heißt das, ich mache weniger Schaden. Ja, wunderbar, warum der Kampf so lange dauert. Weil ich nicht dazu komme, die zu brechen, ne? Oh. Das hat ganze Dinge von meinem Hauptcharakter in diesem Modus. Gebrochene Gegner mehr Schaden erleiden und so. Okay. Hey, Himiko, ich glaube, das hatten wir schon.
Ja, das hat man schon lange Zeit erklärt, irgendwie herausgefunden. Ich habe so das Gefühl, dieser Typ steht nicht so auf Harmonie. So, ich denke immer am Ende, ich denke immer auf der anderen Seite ist ein. Da so, bring mich jetzt nicht sofort zum Boss, ey. Ich glaube, wir gehen jetzt sofort zum Boss oder so, ne? Oh Mann. Ich wollte eigentlich nur eine Systemstunde bis zum Harmoniefest. Ich wollte eigentlich noch nicht heute gegen den kämpfen. Nein. Ja, bis der Bosskampf beginnt, kommt wahrscheinlich erstmal wieder eine 20-minütige Cutscene, ne? Oder soll ich das durchziehen? Ich glaube, ich werde das durchziehen. Ja, wenn ich dadurch meine Stimme schrotte. Haben wir auf so einen Eon für Demokratie gibt. Ja, Freiheit, also. So, kann ich immer noch nicht dahin? Ich glaube, da ist nämlich das Event. Kann ich da immer noch nicht lang? Boah, muss ich echt die ganze Quest hier abschließen? Weil ich will langsam hier mal das Event hier machen. Das läuft irgendwann ab hier. Nein, hier sind wir noch zu. Okay, dann müssen wir uns hier trotzdem durchkloppen. Bin ich gut in Szenenwechsel hier. So, hier konnte man vorher noch nicht hin. Kann ich da hin? Ich sehe da was. Nein, macht auf. Hier muss ich hin für das Event, das in ein paar Tagen abläuft. Oh. Na gut. Aber steht ja auch, ich muss erstmal die Quest. Ich habe gedacht, vielleicht wenn wir weit genug hier vorankommen, dass wir irgendwann da reingehen können. Aber nein, ich muss jetzt das gesamte Ding hier erledigen. So, vorher sind nur 8 Thronen, aber die könnten sich alle dahinter verstecken, ne? So. Am 7. Tag. Hey, ich darf mit meinem Charakter hier. Ich aktiviere mal das hier. Nur mal so nebenbei. Sterne leuchten hell. Die Ordnung ist tot. So, ich hoffe, dieses Team bringt's. Gegen was auch immer ich. Wir werden wahrscheinlich gegen ihn ja kämpfen müssen, ne? Also ja. Uff. Mein Bruder. Ganz gut, Hühnchenkopf. これは銀河の歴史における些細なエピソードに過ぎません。大事なのはこれから先、この長い川がどこへ向かうか。皆さん本当にいい時に来ましたね。間もなく 調和セレモニーの幕が開く。調和の序幕に皆さんがいないのは実にもったいないですか。改めて歓迎させてください。ようこそピノコニー大劇場へ。ここは。Müssen wir sagen, eine Stunde bevor das Ding beginnt, ist hier noch niemand eingetroffen, glaube ich nicht. Ich war schon bei einigen Aufführungen. Stunde vorher und das ist alles voll. Wird hier euer Konvoi aussehen, was? Warum hast du uns? Wo ist das Zellaron? Warum kann ich es nicht sehen? Ja, in der Theater soll ja hier in der Zellaron sein, ne? Ja,
あるいはこの劇場そのものが正確であると思っていただいても構いません。ですが、それを見たいのなら、あなたたちも性格の偉大な力にふさわしい信念を私に見せてください。信念を持ってこそ、私たちはこの世界に真の幸福をもたらすことができるのですから。言わせてもらうけど、 永遠の眠りに落ちることと幸福はイコールじゃないわ。人々が夢の中で他人に操られているなら、なおさらね。姫子さん、この後に及んでまだ秩序が全宇宙を操り人形に変えようとしているだけだと思っているのですか？あんたたちの思い描く楽園がどんなに完璧なものであっても、所詮牢獄は牢獄のままよ。 世界でみんなが本当の幸福を手に入れるなんて無理に決まってるじゃん。だってただのアイオーンのおもちゃに過ぎないんだから。皆さんは私の意図を誤解しているようですね。ここで正式に宣言しましょう。私の理想はアイオーンを復活させることでも神になることでもありません。 私がやろうとしていることで一つだけ。それはアイオーンが存在せず、ただ秩序のみがあり、すべての人々の尊厳と幸福を受け入れられる私たち人間だけの楽園を作り出すことです。あんたは間違ってるわ。人間が尊厳を持って生きるには、どんな人物や物事であろうと、 彼らの上に立つべきじゃない。ガタ。そして、サンデーさんの言う楽園とやらにおいて、その人物とは他でもない、あんた自身よ。どう頑張っても、シーツァーズ、これもですね、人間が、あらなら、よ、うばれん。あ、そう、オンガード。私たちは敵対する運命に。 こうなってしまった以上、それぞれの運命をもって宇宙に正しい道を示しましょう。ですが、未来の序幕が奏でられる前に、もう少し時間をかけて私の質問について考えてみてください。ない。ひとつ、あ、まん。善人と罪人は対等でしょうか？ Oh nein, nicht noch mehr von diesen Schwachen passen. Aber sag mir nicht, ich muss gegen die alle jetzt kämpfen. Okay, jetzt wo ich doch gegen alle drei auf einmal kämpfen muss, ist das doch ein bisschen krasser, glaube ich. Die Sache ist nur halt, so schnell sterben werden wir wahrscheinlich nicht, ne? So, ach, jetzt kann ich die schon wieder nicht brechen. Oh, guck mal, wie viel Schaden die bekommen hier. Oh, das sind aber untergeschraubte Versionen, ne? Alles klar. Ja, das ist aber dann noch, das ist ja noch einfach. Der eine ist noch schwächer als vorher, also glaub nicht. Ich mag die Musik nicht. What? Was war das denn? Die Musik fängt nicht an. Nein, kann sie nicht die Musik überschreiben. Nein, die Musik ist zu wichtig. Ja, ne, was passiert eigentlich, wenn ich das im zweiten Bosskampf mache hier? Ja, dieses eine Lied, das man ja im Intro hört, ne? Dieses We Got a Choice. Ne? Das Intro war hier. Wie geht das denn? We made a choice, go fight against your fate. Also das Intro von meinen Videos hier, von diesem Projekt, ne? Das kommt ja alles von dem Bosskampf, den man ja am Anfang des Spiels bekämpfen musste. Ja, der zweite Bosskampf des Spiels. So der zweite wichtige Bosskampf, sag ich mal, vom zweiten Planeten. Ich frage mich, was passiert, wenn man in dem Boss, bei dem Bosskampf kann man immer wieder
den kann man immer wieder erneut spielen. Das ist einer der wöchentlichen Bosse dieses Spiels. Ich frage mich, was passiert, wenn ich in den Bosskampf reingehe und dann mit ihr anfange zu singen. Oh mein Gott. Ja. Okay, gleiche Problem wie vorher. Ich werde nicht so schnell verrecken, aber der Kampf wird auch Ewigkeiten dauern. Ah. Okay, ich könnte glaube ich auch Autokampf machen, ne? Ich bin ziemlich sicher. Ah. Ja. Das ist 85%. Ah, 5% Schaden ausgezeichnet. Ja. Ah. Ja, wie lange ist denn die, ist denn eine gebrochen? Das Gefühl, der ist schon seit Ewigkeiten gebrochen. Na, danke, ich bin nicht durstig. So, ich muss mit ihr angreifen, aber na, zeig mal, vorher nee, noch nicht. Na, verdammt, zu langsam. Doch, die haben zwei Phasen, sehe ich gerade. Die haben da oben links über ihren Lebensbalken ganz oben in der Mitte haben die so zwei Kreise. Das heißt, die haben zwei Lebens, die haben zwei Lebensbalken. Aber doof. Ah, nein, die kam ran schon. No more time. Oh mein Gott, ich hätte einen Damage Dealer hier mitnehmen sollen. Ne? Aber hey, wir werden nicht falken. Wir werden definitiv nicht falken, aber danach kommt noch eine Phase. Boah. So, lass mich mal heilen. Brauche ich eigentlich nicht. So, die in der Mitte wird wieder voll nervig sein, ey. Weil sie wieder nicht sprechen kann, außer mit Robin. Ja, du bist gut. Da macht 4% Schaden. Hm. Mein Gott. Ich könnte meinen, dass die ja schwächer sind, die vielleicht ein bisschen schneller drauf gehen, aber ne. Ah. Vielleicht echt, ob ich den Kampf abbrechen soll, mit einem stärkeren Charakter hier noch reinkommen soll. Was soll's. Zurück werden die ihre Bruchleisten hier schneller gesenkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche. Oh nein, ausgerechnet sie. Gott. Dauert so lange. Aber bitte sag mir nicht, ich muss die alle zur gleichen Zeit erledigen. Da gibt es nämlich auch einige Bosse. Musst du beide zeitgleich erledigen, und tut der eine den anderen wiederbeleben oder so. Gott. Ich mach Autokampf. Geht nicht. Das geht noch nicht mal Autokampf. Das gibt's hier nicht. Ah. No more time. Klingt irgendwie, als würde sie sagen, no more touch. Kann nicht richtig sein, ne? Ich weiß, ich verstehe sowieso nicht, was genau sie sagt während ihrem Song. Ich verstehe mal Welcome Tonight. Wenn sie anfängt zu singen, verstehe ich mal Welcome Tonight. Aber ich verstehe auch irgendwie Welcome Today. Beides davon macht irgendwie nicht so viel Sinn. Da habe ich ihn angegriffen. Oh mein Gott, ey. Ja, was denn für ein Angriff? Brauche ich einfach so. Ich glaube, ich habe einen Attack Booster brauchen.
Wir sind hier auf der linken und der rechten Seite die ganze Zeit gebrochen. Und danach kommt noch eine Phase. Ja, macht überhaupt nichts gegen mich. Oh mein Gott. Wie macht der Angriff so viel Schaden? Ich weiß, das ist eine Ultimate, aber wie macht mein normaler Angriff? Superbruch. Er hat die stärkste Durchschlagskraft. Das war nächstes Mal natürlich nicht mein Ding hier aktivieren, hier mein Fußschwanz-Effekt. So, Seifnova. Okay. Das wird ja wieder ewig dauern. So, boom. Haben wir auch mal gesehen. Die war unter 50% HP, das heißt, sie hat sich automatisch geheilt. So, ich werde jetzt nicht den Dings aktivieren. So, vielleicht müssen wir sie als erstes erledigen. So, ich weiß nicht, was da steht. Das geht immer so schnell weg. Ja. Vielleicht müssen wir erstmal die in der Mitte erledigen. Vielleicht ist sie am gefährlichsten, ich weiß nicht. Die ganze Zeit die Ultimates, ey. Oh, noch eine Ultimate und noch eine Ultimate. Nach diesem Kampf hier noch eine Pause kommt oder so, bevor ich gegen den kämpfe, ne? Gegen den Sonntag wäre natürlich perfekt. Dann wird hier perfekt abgetimt. Mal schauen. So. So, jetzt nehmen wir ein bisschen mehr Schaden, weil wir Fuschwans Verteidigung nicht aktiviert haben, aber ich will den Kampf hier ein bisschen beschleunigen. So. Die sind aber auch lange gebrochen irgendwie, ne? Irgendwie sehr schnell kaputt, die Typen hier. Da ist einfach ihr Ultimate an, jetzt kriegt sie noch mal so eine Aufladung. Okay. Meine, jetzt setzt nicht gleich so einen Einheitstanz ein. Oh man. Jetzt sahen wir nicht so aus, als würden die sich bereit machen. Das hätten die jetzt schon angefangen. Danke. So. Okay, also so wie ich das herausgefunden habe, wir müssen die gar nicht alle besiegen, sondern wir müssen halt nur gegen alle von denen Schaden machen. So schnell wie möglich, ne? So. Ich weiß nicht, was da für ein Zustand ist, aber Fuschwan. Ich glaube, jetzt brauche ich die Verteidigung wieder von ihr, ne? Ja. Oh mein Gott. Das Gameplay ist wahrscheinlich super verwirrend für Leute, die hat Kampfsysteme nicht checken, ne? Aber da gibt es eigentlich nicht so viel. Du kannst normal angreifen, kannst Skill aktivieren, du kannst Ultimate aktivieren. Das ist nicht so. So, kann ich mich also nur auf eine von denen hier konzentrieren. Runterbrettern. Ich weiß nicht, wer von denen am wenigsten aushält. Ja, das für ein Aus und Unterschied macht, wenn man hier nicht mit Dings reingeht, ne? Mit Damage Dealer oder so. Aber die einfach meine Charaktere kann gar nicht was machen. Du, ich habe den gerade erst befreit, da schüttet der schon wieder was über den. So, ich fokussiere mich jetzt nur noch auf einen Charakter, ne? Das funktioniert. Ich spreche einfach ihn hier, ne? Super Buff, ne? Jetzt gehen wir die ganze Zeit auf ihn, während er gebrochen ist, ne? Wird ja wohl reichen, ne? Ah. Gucken, ob das funktioniert. Ah. Der Kampf lange. Was? Wurde gerade wieder hergestellt, stand da. Hast du gemacht? Gott, ihr. Ja, das war vielleicht doof. Ah, oh mein Gott. Weißt du eigentlich, was eine 2 da? Was bedeutet das? Mach doch mal weg.
Und heilen wir mal Fushu an. Nur so aus Sicherheit. Der vielleicht auf Robin aufgehen soll, was irgendwie betäubt ist. Gott. Haben die alle voll zwei Züge bekommen? Ja, ne? Doch, willst mich auf den... Ja. Man bekam der eine direkt einen Zug jetzt, den ich dir gebrochen habe. Da. Hier sieht man die Ultimate immer und immer wieder. Ey. Mein Gott. Hey. Das war wieder Tanz, ne? Boah. Ach, wenn ihr einen Tanz einsetzen, wenn ihr wieder hier. Jetzt soll ich auf die in der Mitte losgehen, ne? Aber ich kann ja nicht sprechen. Ja, ich merke gar nicht, dass Robin die ganze Zeit am Singen ist, weil ich ja Gesang gar nicht höre. Ah, ich kann gar nicht. Warum ist hier links wieder komplett voll? Oh Mann. Bonk. Ja, auf dieses blöde Getränk die ganze Zeit über mich zu schütten. Pass doch mal gefälligst auf, wenn du trinkst. Ja, wie gesagt, fighten werden wir nicht, weil wir so defensiv ausgelegt sind, ne? Aber es wird ja Ewigkeiten dauern. Oh mein Gott. Ist aus wie der angefangen, dann hang sein Ultimate. Da, komm. Oh mein Gott. So, wir haben jetzt 40% abgezogen. Also als so, alle geil. Boom. Meine Güte, das hat nervig. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das voll easy, ne? Nur halt, dauert halt so lange. Ich habe eine blöde Kombination an Charakteren ausgewählt, anscheinend. Ich wollte halt nicht die ganze Zeit mit denselben Charakteren rumlaufen, ne? Die ganze Zeit Sparkle, Archon und so. Ich wollte mal ein bisschen Abwechslung ja aber reinbringen. Ja, ich gewusst, dass das hier jetzt so passiert. Ja, war mal ihr Ding sich aktiviert. So, blöd hat hier niemand die Schwächen von denen kaputt kauen. Hauen kann, ne? Sind diese Feuerwerksgeräusche? Also ja, das ist eigentlich immer nur der gleiche Rhythmus hier an Angriffen, habe ich so ein Gefühl. Tut mir ja leid, aber so läuft das hier nochmal. Das ist der längste Kampf aller Zeiten. Ich will gar nicht wissen, wie stark der Sonntag sein wird. Wenn er genauso stark werden wird wie Aventurin, dann ja, dann gute Nacht, ne? Die Situation wie immer noch nicht da. Bro. Einmal heilen, wenn es geht. Oh mein Gott, ey. Meine ganzen Ultimates machen auch keinen Schaden, bis auf die von Fushuan, aber Fushuan macht nicht so viel Schaden. Ja, den Typen gerade hat gebrochen, ne? Mein Gott. Standby, Adribe!
Immer und immer wieder. Immer mehr Ultimate. Immer mehr Ultimate. Oh, oh. In so ganzen Endgame-Bossen wird das ja gar nicht erst der Fall sein, weil die sich immer weiter hochbuffen würden oder weil man irgendwie so unter ein Zeitlimit kämpfen muss. Ne? Normalerweise wird ein Kampf nie im Leben so lange dauern. Na, warum ist mein Hauptcharakter schon wieder dran? Warte, war doch schon dran. So, warte du. So, jetzt kriegen wir aber ihr Schaden. Oh mein Gott. Vielleicht haben wir die Granate von Helldai, was hier ich gerade benutze. Ja, weiter, einmal weiter, weiter. So, einmal heilen, warum nicht? Pass mal auf mit deinem Getränk. Alter. Den sie am meisten ihre Ultimate einsetzen müsste wegen Schaden und so, kommt natürlich nicht. Ja, trotzdem bei dem Team bleiben, ne? Auf einmal gegen Sonntag kämpfen. Ja, ich werde nicht hohes Dings vielleicht nicht brauchen, ne? Ja. Und ein paar mal angreifen. Ja. Die haben auch schon 1000 mal ihre Ultimate eingesetzt. Ah. Oh, komm her. Mein Gott. So, kaputt. Ja, der unendliche Kampf kommt gleich zum Ende. Du lebst immer noch. Du lebst immer noch. Sterb. Alter. Okay, ich wollte schon sagen, muss ich euch alle erlegen? Nee, ne? Jetzt kommt direkt der nächste Kampf, pass auf. Oh Mann. Was ist